Ja, wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich Just Dance tanze, am besten noch mal irgendeinen Tanzpartner, dann lasst mal ein fettes Like da. Wobei, wer tut freiwillig mit mir tanzen? Keiner. Ein Cup, bitten Sie an den Flughafen und los geht's. So. Ja, wir haben ein kleines bisschen verfehlt gestartet. Ja, die Facecam haben als in die Mitte geklatscht, haben gedacht, dass das einfach besser wäre. Ich habe mir inzwischen ein besseres Rad geholt. Ihr merkt es, es ist besser. Wieder Rad. Nee, bitte, wow. Aber das sieht nicht ganz. Besseres Fahrzeug. Ich kenne die von meinem Bruder, die mit. Teil. Die hat mein Bruder gespielt. So, das ist eine von meinen Lieblingsstrecken. Rade. Raden. Strecken. Also die Flugzeuge, die haben echt geile Räder. Geile Räder, ja. Geile Räder. Definitiv. Ist ein Insider. Ah. Ich muss da rein und ich bin Erster. Du musst da rein, du bist Erster. Sehr schön. Ja, übrigens, wie gesagt, Facecam ist in der Mitte. Das ist jetzt vielleicht besser. Vielleicht auch schlechter. Ich finde besser. Ja, es weil ist dann besser, sieht man halt dann einfach, sieht man mein, wie gut ich bin. Ja, wer auf welcher Seite ist, so ungefähr. Nach dem Motto. Und dies ist vorteilhaft. So. Ja, irgendwie bin ich jetzt noch nicht so gut, wie es sein sollte, konnte, müsste. Ja, aber ich verbessere mich stets. Brr, was war das denn gerade? Ich bin gut, ne? Ja. Was war das denn jetzt? Alles klar. Was hat mich jetzt gerade getroffen? Wirfst du Nintendo einen Vorwurf? Nintendo einen Vorwurf? Wegen was? Ja. Weil wieso? Du, was war das denn? Ach so. Ja, ja. Nintendo ist gar nicht böse. Weil es neunter bin. Das Rad, was ich gerade gemacht habe, ich das hast du wieder Rad gesagt. Also jetzt hast du Rad gesagt. Hä? Du hast gesagt, das Rad, was ich gerade gemacht habe. Hä, nein. Was ich gerade... Ich habe nur gesagt, was ich gerade gemacht habe. Das Rad, was du gerade gemacht hast. Hä, nein. Was doch. Ich gerade... Wir haben es auf Aufnahme. Okay. Ja, egal. Geht weiter. Also, was ich gerade gemacht habe, das war eine Abkürzung. Weil ich bin einfach da bei diesem... Wie heißt das? Bei den Gepäckaufnahmen. Ah, ja, ich kenne diese Abkürzung. Dann musst du da so rein. Dann musst du da so rein, hey, okay. Das Fahrzeug ist richtig cool. Yoshi und Yoshi-Fahrzeug, beste. Ja, meins ist auch voll cool, aber bis irritiert, das hatte ich letztes Mal auch. Trotzdem irritiert mich aktuell das 10. Platz. Ich bekomme nur Münzen, ey. Ja, du bist ja auch Erster. Was willst du, was denkst du, dass du bekommst? Eine Rakete als Erster. Ironie am Start mal wieder hier. So, hup, hup. Easy. Hupen. Ah, so, Digga, ich hol's aber auch noch mal ein paar Plätze auf. Ah, du hast die krasse. Ich hab die krasse. Die krasse Achte. Aber das nutzt mir jetzt nicht gerade viel. Jetzt, doch, doch. Immerhin, doch, doch, neunter. Ich doch. Immerhin. Ich bin zwar nicht zufrieden, aber immerhin. Besser als hinter. Ist besser, das ist richtig cool. So, ja, wir kommen zurück. Mal wieder Cut, wie immer unangekündigt. Das ist inzwischen ganz normal. So das ungefähr. Wisst ihr alle schon. Das wisst ihr alle schon, genau. Lol, das ist richtig. Genau so normal, dass Paul immer unten an der Kamera umhängt. Ich bin halt so klein. Schreibt mal, wie groß ihr seid. Sonst schreiben dann alles, diese kleinen 5-Klässler, 4-Klässler schreiben dann 50 locker, Zentimeter. Schreiben bestimmt zu 2 Meter. Bekommt man da Lustpunkte, wenn man da durchfährt? Lustpunkte? Was, Pluspunkte? Ja, wenn man durch diese Ringe durchfährt. Ich glaube nicht. I don't know. I don't know. I don't know. Wieso rede ich gerade Englisch? Wir hatten heute übrigens Englisch-Schulaufgabe. Die war echt easy. Was meinst du, was du hast? 5. Nee, weiß ich nicht. Ja. Übrigens, ich bin besser in der Schule als David. Ach so, meinst du? Ja, bist du wahrscheinlich auch im Großen und Ganzen. Er ist einmal durchgefallen. Ja, krass, ne? Und das aua! Wer hat mich jetzt hier abgeschossen? Ihr müsst raten, wie alt David ist. Das wissen die eh schon. Vermutlich. Echt? Ja. Ich hab's mal erwähnt. Ja, okay. Habt ihr alle aufgepasst? Schreibt mal rein. Ja. Sagt mal, wie alt ich bin. Wahrscheinlich kommen dann irgendwie so 10. 10? Nein. 10. Ich weiß es. Hätte ich nicht gedacht. Und schreibt mal, wer besser... Wer glaubt ihr ist besser in Englisch? Englisch ist voll einfach, aber Französisch ist cool. Französisch ist cooler, findest du? Ja. Weil von... Ja, ich bin Alter. Besser in Französisch. Mann,
Ich werde da runter gehauen. Mann, dieser Kackfisch, okay. Butterfisch. Butterfisch, ja. Ja, wie sieht's eigentlich mit euch aus, wer irgendwie in Bayern lebt, keine Ahnung, und morgen Pfingstferien anfangen sollte? Alle leben hier in Bayern. Wir sind hier bayerisch. Ja, aber nicht alle, die meine Videos hauen, kommen aus Bayern zwangsweise. Und wer findet's cool, dass 60er... Nee, wer war das? Ja, 60er abgestiegen ist. Ja, wer findet das cool? Ja, die kennen was alles, die nicht in Bayern wohnen und nicht irgendwie ein bisschen älter sind, kennen die einfach nicht. Die wissen das schon. Ja, ich find's cool, vor allem weil ich einen Freund hab, der 60er-Fan ist und konnte ich dann richtig damit aufziehen. Mein Opa war 60er. Echt? Ja. Meiner nicht. Oh, war er mal, hat dann aber irgendwann zu FC Bayern gewechselt. Ich verstehe es ein bisschen auch. Na, ja, also jedenfalls schreibt mal in die Kommentare, wer von euch morgen einfach mal irgendwie auch Pfingstferien hat, die morgen beginnen, aber bis 13 Uhr instant in der Schule hocken muss. Wir müssen es nicht. Wir müssen es nicht, wir haben den letzten Fall. Hätten wir, aber wenn wir nicht letzten Fall hätten. Und deshalb finde ich das irgendwie voll. Ich werde Dritter. Ich jetzt Dritter bin. Alles klar, es hat nach oben gezählt. Ja. Hallo, Bewegungssteuerung am Arsch. Bist du am Arsch? Wer kennt das? Was ist denn los mit mir, ey? Mann. Wer kennt das? Was? Wer kennt das? Bist du am Arsch? Alles klar. Wer kennt das? Keiner. Cut. So, wir sind wieder da. Wir haben gerade was Tolles besprochen. Jetzt geht die Party ab. Hey, ja. Jetzt musst du deinen Tanz vorführen, was du in der Schule gemacht hast. Ja. Hast du getanzt? Ja, in der Schule. Nein, nicht vorgetanzt, aber ist einfach mal am Platz. So. Tanzt du morgen Alter, vor? Es war eine kleine Story am Rande. Es war, wie es in der Grundschule war, also erste, zweite, dritte oder so, war es tatsächlich im Tanzen. Hip-Hop-Tanzen. Mhm. Aber da haben wir auch einmal Walzer gemacht. So. Sehr cool. Und ich war halt mit so einem Mädchen, das in meiner Klasse war es am Tanzen. Wer? Kennt ihr nicht, ist nicht in der Schule. Ja, auf jeden Fall war es mit dem Mädchen tanzen. Und irgendwie müsste ich dann... Ich habe einfach auf dem falschen Bildschirm geschaut. Mann. Auf jeden Fall musste ich dann irgendwann in der Schule ins Board mit dem Mädchen Walzer vortanzen. In der dritten Klasse. Das war, naja, nicht wirklich sehr toll. Glaube ich nicht. Ich habe mit der keinen Kontakt mehr. Kann ja sein, dass der Bruder irgendwie so sucht die ist. Ja, weil die, ja, wer weiß. Ja, auf jeden Fall musste dann Walzer vortanzen mit der und das war, fand ich nicht so toll. Nee, weil sonst fand ich eigentlich die Tanzschule ganz cool. Lasst mal Daumen hoch, wenn ihr auch tanzen geht. Alles klar, ich hab gern essen. Ja, die essen einen. Aber inzwischen gehe ich zum Glück nicht mehr tanzen. Also nicht die im Tanzclub, sondern die da stehen. Also. Nee, also ich im Tanzclub essen die auch. Nee, ich gehe nicht mehr tanzen, weil Tanzschule, wann war es denn? Ich glaube, wie ich in der 5. war, das hat die Tanzschule zugemacht, seitdem wenn ich nicht mehr tanze. Wo war das? Weil wir sehr kommen selber zum Sportpark. Wie hieß denn der? Vita-Park, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Vita-Park? Ja, irgendwie so. Ja, das ist bei mir. Cool, und die Stelle werde ich etwas nicht kurz einfach mal leise stellen, weil der Name vom Ort vorkommt. Wir haben gerade über den Ort geredet, wo mein Tanzkurs war. Egal. Hä, ist doch egal, die können schon wissen. Wahrscheinlich neid ist das. Nein, dann wissen die auch, wo ich wohne. Ja, nein. Und dann machen die lieber Tanzverbot, klingeln an der Tür und wollen Fotos. Ja, auf jeden Fall, um die Story jetzt endlich abzuschließen. Ich war mal tanzen und deshalb habe ich aber nichts vorgetanzt. Nein, und ich weiß nicht mal den Kontext. Story? Ich weiß nicht mehr, weshalb es angefangen habe. Nein, die Story war, dass es ein Tanzen war. Ach so. So, das war die Hintergrundstory. Kann es sein, dass du gerade Rakete hattest, weil du gerade gechillt hast? Ja. Erst eine Kanone. So, ich bin Vierter. Man glaubt es nicht. Und jetzt habe ich es einfach mal. Ich habe ihn überholt! Ich bin Zweiter. Oh, nee, ich dachte, du wärst Affe. Das letzte Mal. Ja, hab ich aber gleich überholt. Ja, wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich Hass Dance tanze, am besten noch mal irgendeinen Tanzpartner, dann lasst mal ein fettes Like da. Wobei, wer tut freiwillig mit mir tanzen? Keiner. Halt ist das. Nein. Dann wissen die auch, wo ich wohne. Ja, nein. Und dann machen die lieber Tanzverbot, klingeln an der Tür und wollen Fotos. Ja, auf jeden Fall, um die Story jetzt endlich abzuschließen. Ich war mal tanzen und deshalb habe ich aber nichts vorgetanzt. Nein, und ich weiß nicht mal den Kontext. Ich weiß nicht mehr, weshalb ich angefangen habe. Nein, die Story war, dass es ein Tanzen war.
Ach so. So, das war die Hintergrundstory. Kann es sein, dass du gerade Rakete hattest, weil du gerade gechillt hast? Ja. Ja, erst eine Kanone. So, ich bin Vierter. Man glaubt es nicht. Und jetzt habe ich es einfach mal. Ich habe ihn überholt! Ich bin Zweiter. Oh, nee, ich dachte, du wärst Affe. Das letzte Mal. Ja, habe ich aber gleich überholt. Affen first. Ja, wenn ihr mal ein Video sehen wollt, wo ich Just Dance tanze, am besten nochmal irgendeinen Tanzpartner, dann lasst mal ein fettes Like da. Wobei, wer tut freiwillig mit mir tanzen? Keiner. Alles klar. Ey, ich hab so eine Bombe geworfen. Du hast eine Bombe geworfen, ey. Ja, ich hab die Bombe geworfen. Digga. Bitte Like dafür. Ich bin ja da. Und dann wurde ich abgeschossen. Von diesem Ding und dann bin ich selber in die Bombe. Nice! Rein. Ja. Ich komm, I'm back. So ungefähr. Erster. Als ob du Erster bist. Ja, ja, ich wusste mich. Schwuchtel. Das ist ein häufigst benutztes Wort. Schwuchtel. Ja, was? Weil ich einfach instant alles Wuchtel nenne. Ich bin ein richtiger Revi. Ja, mal wieder einen Cut vergessen. Alles klar. Ja, weißt du, jeden nennt es Wuchtel. Meine Freundin nennt es auch Schwuchtel. So, nächstes Rennen. Hi, Schwuchtel. Hallo Suchtel, na wie geht's? Hattest du einen Tinter? Das ist ja richtig cool. Ja, kennst du die Bahn Nis? Nein. So. Du bist Erster, du fucking... Motherfucker. Wop, 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 wop. Sorry. Gundamster. So, ja, by the way, letztes Rennen, glaube ich, schon. Kann das sein? Ja. Die bei der Bahn finde ich halt cool. Die verändert sich halt einfach jedes Mal irgendwie. Also... Da ist halt keine Bahn, wo jede Runde gleich ist, sondern jede Runde sieht anders aus. Jetzt wisst ihr definitiv, halt was ich von so. Euch will und was ich meine. Ich habe es echt nicht verstanden, aber ich sag einfach, ist echt so. Weil, wenn man zu David... Ja, wenn man zu David ist, hört ich böse so. Ist, dann... Hört ich rum. Nein, ich heiße nicht Matthias. Nicht Matthias? Nee, ich heiße nicht Matthias, zum Glück. Ihr wollt jetzt sicher wissen, wer Matthias ist. Kennt ihn nicht, oder? Nee, der war noch nicht beim Video dabei, wird der auch nicht so schnell. Aber egal. Ja, Leute, mal was ganz anderes, weil ich hab mal meine YouTube-Statistiken angeschaut. Abgesehen davon, dass es jetzt fast 50-50 ist an Nutzern mit und Nutzern ohne Abo, müsste es einmal die kein Abo haben und Google-Konto haben, animieren, mich zu abonnieren. Sorry, müsste sein. Und ich weiterhin habe festgestellt, dass tatsächlich, 60% männliche Zuschauer, aber auch 40% weibliche Zuschauer. Das ist krass. Das ist echt krass. Das ist jedenfalls bei die Frage. Jetzt eher gehend an die weiblichen Zuschauer, aber vielleicht auch an die männlichen. Soll ich irgendwann mal ein Video mit irgendeinem Mädchen drehen? Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das müsstet. Ich kann auch mal eine Umfrage dazu machen. Vielleicht mache ich eine Umfrage, wenn ich daran denke. Mädchen? Nein. So ein irgendein Mädchen, ich weiß nicht, wer es ist. Nein, so. Keine Ahnung, muss ich mir spezifische Gedanken machen. Mal sehen. Sagt alle ja. Und dann kommt David mit Freunden. Ja, genau, da muss es jetzt erstmal in der Schule gehen und Mädchen sprechen. Weißt du, wie umständlich das ist? Finde ich nicht umständlich. Ist doch lustig. Ja, lustig. Willst du mit mir Video aufnehmen? Ja, genau, weil es das einfach so irgendwie das gut sagen kann. Willst du mir Video aufnehmen? Bruder, mach schon. Ich muss dich mal sehen, wie du das sagst. Ja, okay, mach ich. Ich frag. Wen? Weiß ich nicht. Na, du weißt es bestimmt. Fragst du von mir nicht. Ich bin Erster. Das fällt David jetzt halt auf. Und ich bin Siebter. Sechster. Applaus. Ey, die Strecke ist so geil. Also, oder frag ich es anders. Falls es hier ein Mädchen über Lexusau, was es irgendwie kennen sollte, überlegt euch mal, ob ihr Bock hättet, ein Video zu machen. So. Was sein, ich melde jetzt einfach 1000 Leute. Das war's, ne? Abspann kommt jetzt noch. Aber an sich war's das jetzt sonst schon mal. Das Bild tun wir jetzt wieder raus, damit ihr mit den Abspannen vollen Zoom genießen könnt. Ciao, bis zum nächsten Mal.